Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B543 bis B560, Dieter Hattrup liest. Der Antinomie der reinen Vernunft, 9. Abschnitt. Von dem empirischen Gebrauch des regulativen Prinzips der Vernunft im Blick auf die kosmologischen Ideen. Da es, wie wir mehrmals gezeigt haben, keinen transzendentalen Gebrauch gibt, so wenig von reinen Verstandes als von Vernunftbegriffen, da die absolute Totalität der Reihen der Bedingungen in der Sinnenwelt lediglich auf einem transzendentalen Gebrauch der Vernunft fußt, welche die unbedingte Vollständigkeit von demjenigen fordert, was sie als Ding an sich selbst voraussetzt, B544, da die Sinnenwelt aber dergleichen nicht enthält, so kann die Rede niemals mehr von der absoluten Größe der Reihen in der Rede sein, ob sie begrenzt oder an sich unbegrenzt sein mögen, sondern nur, wie weit wir im empirischen Regress bei der Zurückführung der Erfahrung auf ihre Bedingung zurückgehen sollen, um nach der Regel der Vernunft bei keiner anderen als bei dem Gegenstand angemessenen Beantwortung der Fragen stehen zu bleiben. Es ist also nur die Gültigkeit des Vernunftprinzips als eine Regel der Fortsetzung und Größe einer möglichen Erfahrung, die uns allein übrig bleibt, nachdem seine Ungültigkeit als eines konstitutiven Grundsatzes der Erscheinungen an sich selbst hinlänglich dargetan worden ist. Auch wird, wenn wir jene unbezweifelt vor Augen legen können, der Streit der Vernunft mit sich selbst völlig beendet, indem nicht allein durch kritische Auflösung der Schein, der sie mit sich entzweite, aufgehoben wird, sondern anstatt seiner der Sinn, in welchen sie mit sich selbst zusammenstimmt und dessen Missdeutung allein den Streit veranlasste, aufgeschlossen und ein sonst dialektischer Grundsatz in einen doktrinalen verwandelt wird. In der Tat, wenn dieser seiner subjektiven Bedeutung nach den größtmöglichen Verstandesgebrauch in der Erfahrung, ihren Gegenständen angemessen zu bestimmen, bewährt werden kann, so ist es gerade ebenso viel, als ob er wie ein Axiom, B545, welches aus reiner Vernunft unmöglich ist, die Gegenstände an sich selbst a priori bestimmt. Denn auch dieses könnte den Objekten der Erfahrung keinen größeren Einfluss auf die Erweiterung und Berichtigung unserer Erkenntnis haben, als dass es sich in dem ausgebreitetsten Erfahrungsgebrauch unseres Verstandes tätig erweist. B545, erstens Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Zusammensetzung als Erscheinungen zu einem Weltganzen. Sowohl hier als bei den übrigen kosmologischen Fragen ist der Grund des regulativen Prinzips der Vernunft der Satz, dass im empirischen Regress keine Erfahrung von einer absoluten Grenze, mithin von keiner Bedingung als einer solchen, die empirisch vollkommen unbedingt sei, angetroffen werden kann. Der Grund davon aber ist, dass eine solche Erfahrung eine Begrenzung der Erscheinungen durch das Nichts oder das Leere, darauf der fortgeführte Regress mit Hilfe einer Wahrnehmung stoßen könnte, in sich enthalten müsste, was unmöglich ist. Dieser Satz nun, der ebenso viel besagt, als dass ich im empirischen Regress jederzeit nur zu einer Bedingung gelange, B546, die selbst wiederum als empirisch bedingt angesehen werden muss, enthält die Regel in terminis, dass, soweit ich auch damit in der aufsteigenden Reihe gekommen sein möge, nach einem höheren Glied der Reihe fragen muss, es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden oder nicht. Nun ist zur Auflösung der ersten kosmologischen Aufgabe nichts weiter nötig, als noch auszumachen, ob in dem Regress zu der unbedingten Größe des Weltganzen, der Zeit und dem Raum nach, dieses niemals begrenzte Aufsteigen einen Rückgang ins Unendliche heißen könne oder nur ein unbestimmbar fortgesetzter Regress. Die bloße allgemeine Vorstellung der Reihe aller vergangenen Weltzustände, ebenso der Dinge, welche im Weltraum zugleich sind, ist selbst nichts anderes als ein möglicher empirischer Regress, den ich mir, ob zwar noch unbestimmt, denke und wodurch der Begriff einer solchen Reihe von Bedingungen zu der gegebenen Wahrnehmung allein entstehen kann. Anmerkung A. Diese Weltreihe kann also weder größer noch kleiner sein als der mögliche empirische Regress, auf dem allein ihr Begriff beruht. Und da dieser kein bestimmtes Unendliches, ebenso wenig aber auch ein bestimmt Endliches, ein schlechthin Begrenztes geben kann, so ist daraus klar, dass wir die Weltgröße weder als endlich noch unendlich annehmen können, weil der Regress, wodurch jene Größe vorgestellt wird, keines von beiden zulässt.
in B 547. Nun habe ich das Weltganze jederzeit nur im Begriff, keineswegs aber als Ganzes in der Anschauung. Also kann ich nicht von seiner Größe auf die Größe des Regresses schließen und diese Größe jener Anschauung gemäß bestimmen, sondern ich muss mir zuerst einen Begriff von der Weltgröße durch die Größe des empirischen Regresses machen. Von diesem aber weiß ich niemals etwas mehr, als dass ich von jedem gegebenen Glied der Reihe von Bedingungen immer noch zu einem höheren und entfernteren Gliede empirisch fortgehen muss. Also ist dadurch die Größe des Ganzen der Erscheinungen gar nicht bestimmt. Mithin kann man auch nicht sagen, dass dieser Regress ins Unendliche geht, weil dieses die Glieder, dahin der Regress noch nicht gelangt ist, antizipieren und ihre Menge so groß vorstellen würde, dass keine empirische Synthesis dazu gelangen kann, folglich die Weltgröße vor dem Regress, obwohl nur negativ, bestimmen würde, welches unmöglich ist. Denn diese ist mir durch keine Anschauung ihrer Totalität nach, daher auch ihre Größe vor dem Regress gar nicht gegeben. Demnach können wir von der Weltgröße an sich gar nichts sagen, auch nicht einmal, dass in ihr ein Regress in Infinitum stattfindet, sondern wir müssen nach der Regel, die den empirischen Regress in ihr bestimmt, den Begriff von ihrer Größe suchen. Diese Regel aber besagt nichts mehr als das, soweit wir auch in der Reihe der empirischen Bedingungen gekommen sein mögen, wir nirgendeine absolute Grenze annehmen sollen, B 548, sondern jede Erscheinung als bedingt einer anderen als ihrer Bedingung unterordnen, zu dieser insofern fortschreiten müssen, welches der Regress in Indefinitum ist, der, weil er keine Größe im Objekt bestimmt, von dem in Infinitum deutlich genug zu unterscheiden ist. Ich kann demnach nicht sagen, die Welt ist der vergangenen Zeit oder dem Raume nach unendlich, denn dergleichen Begriff von Größe als einer gegebenen Unendlichkeit ist empirisch, mithin auch in Ansehung der Welt als eines Gegenstandes der Sinne ganz unmöglich. Ich werde auch nicht sagen, der Regress von einer gegebenen Wahrnehmung an zu alledem, was diese im Raum sowohl als in der vergangenen Zeit in einer Reihe begrenzt, geht ins Unendliche, denn dieses setzt die unendliche Weltgröße voraus. Auch nicht, sie ist endlich, denn die absolute Grenze ist gleichfalls empirisch unmöglich. Demnach werde ich nichts von dem ganzen Gegenstand der Erfahrung, von der Sinnenwelt, sondern nur von der Regel sagen können, nach welcher Erfahrung ihrem Gegenstande angemessen angestellt und fortgesetzt werden soll. Auf die kosmologische Frage also wegen der Weltgröße ist die erste und negative Antwort: Die Welt hat keinen ersten Anfang der Zeit und keine äußerste Grenze dem Raume nach. Denn im anderen Falle würde sie durch die leere Zeit einerseits und durch den leeren Raum andererseits begrenzt sein. B 549. Da sie nun als Erscheinung keines von beiden an sich selbst sein kann, denn Erscheinung ist kein Ding an sich selbst, so müsste eine Wahrnehmung der Begrenzung durch eine leere Zeit oder einen leeren Raum möglich sein, durch welche diese Weltenden in einer möglichen Erfahrung gegeben wären. Eine solche Erfahrung aber, völlig leer an Inhalt, ist unmöglich. Also ist eine absolute Weltgrenze empirisch ganz unmöglich. Anmerkung A. Man wird bemerken, dass der Beweis hier auf ganz andere Art geführt wird als der dogmatische oben in der Antithesis der ersten Antinomie. Dort hatten wir die Sinnenwelt nach der allgemeinen und dogmatischen Vorstellungsart für ein Ding, was an sich selbst vor allem Regress seiner Totalität nach gegeben war, gelten lassen und hatten ihr, wenn sie nicht alle Zeit und alle Räume einnimmt, überhaupt irgendeine bestimmte Stelle in beiden abgesprochen. Und daher war die Folgerung auch anders als hier, nämlich es wurde auf ihre wirkliche Unendlichkeit geschlossen. Hieraus folgt zugleich die bejahende Antwort. Der Regress in der Reihe der Welterscheinungen als eine Bestimmung der Weltgröße geht in Indefinitum, welches ebenso viel sagt als: Die Sinnenwelt hat keine absolute Größe, sondern der empirische Regress, wodurch sie auf der Seite ihrer Bedingungen allein gegeben werden kann, hat seine Regel, nämlich von einem jeden Glied der Reihe als einem Bedingten jederzeit zu einem noch entfernteren, es sei durch eigene Erfahrung oder den Leitfaden der Geschichte, B 550, oder die Kette der Wirkungen und ihrer Ursachen fortzuschreiten
und sich der Erweiterung des möglichen empirischen Gebrauchs seines Verstandes nirgends zu überheben, welches denn auch das eigentliche und einzige Geschäft der Vernunft bei ihren Prinzipien ist. Ein bestimmter empirischer Regress, der in einer gewissen Art von Erscheinungen ohne Aufhören fortginge, wird hierdurch nicht vorgeschrieben, zum Beispiel, dass man von einem lebenden Menschen immer in einer Reihe von Voreltern aufwärts steigen müsse, ohne ein erstes Paar zu erwarten, oder in der Reihe der Weltkörper, ohne eine äußerste Sonne zuzulassen. Sondern es wird nur der Fortschritt von Erscheinungen zu Erscheinungen geboten, sollten diese auch keine wirkliche Wahrnehmung abgeben, wenn sie dem gerade nach für unser Bewusstsein zu schwach ist, um Erfahrung zu werden, weil sie dem ungeachtet doch zur möglichen Erfahrung gehören. Aller Anfang ist in der Zeit und alle Grenzen des Ausgedehnten im Raum. Raum und Zeit sind nur in der Sinnenwelt, mithin sind nur Erscheinungen in der Welt bedingterweise, die Welt aber selbst ist weder bedingt noch auf unbedingte Art begrenzt. Eben deswegen und da die Welt niemals ganz und selbst die Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten als Weltreihe ganz gegeben werden kann, ist der Begriff der Weltgröße nur durch den Regress B551 und nicht vor ihm in einer kollektiven Anschauung gegeben. Jener Begriff besteht aber immer nur im Bestimmen der Größe und gibt also keinen bestimmten Begriff, also auch keinen Begriff von einer Größe, die mit Blick auf ein gewisses Maß unendlich wäre, geht also nicht ins Unendliche, sondern in unbestimmte Weite, um eine Größe der Erfahrung zu geben, die allererst durch diesen Regress wirklich wird. B551, zweitens Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung. Wenn ich ein Ganzes, das in der Anschauung gegeben ist, teile, so gehe ich von einem Bedingten zu den Bedingungen seiner Möglichkeit. Die Teilung der Teile ist ein Regress in der Reihe dieser Bedingungen. Die absolute Totalität dieser Reihe würde nur dann gegeben sein, wenn der Regress bis zu einfachen Teilen gelangen könnte. Sind aber alle Teile in einer kontinuierlich fortgehenden Dekomposition immer wieder teilbar, so geht die Teilung, das heißt der Regress, von dem Bedingten zu seinen Bedingungen in Infinitum, weil die Bedingungen in dem Bedingten selbst enthalten sind und B552, da dieses in einer zwischen seinen Grenzen eingeschlossenen Anschauung ganz gegeben ist, insgesamt auch mitgegeben wird. Der Regress darf also nicht bloß ein Rückgang in Indefinitum genannt werden, wie es die vorige kosmologische Idee allein erlaubt hatte, da ich vom Bedingten zu seinen Bedingungen, die außer diesem mithin nicht dadurch zugleich mitgegeben waren, sondern die im empirischen Regress allererst hinzukamen, fortgehen sollte. Diesem ungeachtet ist es doch keineswegs erlaubt, von einem solchen Ganzen, das ins Unendliche teilbar ist, zu sagen, es besteht aus unendlich vielen Teilen. Denn obgleich alle Teile in der Anschauung des Ganzen enthalten sind, so ist doch darin nicht die ganze Teilung enthalten, die nur in der fortgehenden Dekomposition oder dem Regress selbst besteht, der die Reihe allererst wirklich macht. Da dieser Regress nun unendlich ist, so sind zwar alle Glieder und Teile, zu denen er gelangt, in dem gegebenen Ganzen als Aggregat enthalten, aber nicht die ganze Reihe der Teilung, welche sukzessiv unendlich und niemals ganz ist, folglich keine unendliche Menge und keine Zusammensetzung der Reihe in einem Ganzen darstellen kann. Die allgemeine Erinnerung lässt sich zuerst sehr leicht auf den Raum anwenden. Ein jeder in seinen Grenzen angeschauter Raum ist ein solches Ganzes, dessen Teile bei aller Dekomposition immer wiederum Räume sind und ist daher ins Unendliche teilbar. B553. Hier folgt auch ganz natürlich die zweite Anwendung auf eine in ihren Grenzen eingeschlossene äußere Erscheinung. Ihre Teilbarkeit gründet sich auf die Teilbarkeit des Raumes, der die Möglichkeit des Körpers als eines ausgedehnten Ganzen ausmacht. Dieser ist also ins Unendliche teilbar, ohne doch darum aus unendlich vielen Teilen zu bestehen. Es scheint zwar, dass, da ein Körper als Substanz im Raum vorgestellt werden muss, er, was das Gesetz der Teilbarkeit des Raumes betrifft, hierin von diesem unterschieden sein wird. Denn man kann es allenfalls wohl zugeben, dass die Dekomposition im Raum niemals alle Zusammensetzungen wegschaffen kann,
in dem sogar aller Raum, der sonst nichts Selbstständiges hat, aufhören würde, welches unmöglich ist. Allein das, wenn alle Zusammensetzung der Materie in Gedanken aufgehoben würde, gar nichts übrig bleiben soll, scheint sich nicht mit dem Begriff einer Substanz vereinigen zu lassen, die eigentlich das Subjekt aller Zusammensetzung sein sollte und in ihren Elementen übrig bleiben müsste, obwohl deren Verknüpfung im Raum, wodurch sie einen Körper ausmachen, aufgehoben wäre. Allein mit dem, was in der Erscheinung Substanz heißt, ist es nicht so bewandt, als man es wohl von einem Ding an sich selbst durch reinen Verstandesbegriff denken würde. Jedes Ding ist nicht absolutes Subjekt, sondern beharrliches Bild der Sinnlichkeit, B554, und nichts als Anschauung, in der überall nichts Unbedingtes angetroffen wird. Obwohl aber gleich diese Regel des Fortschritts ins Unendliche bei der Unterteilung einer Erscheinung als einer bloßen Erfüllung des Raumes ohne allen Zweifel stattfindet, so kann sie doch nicht gelten, wenn wir sie auch auf die Menge der auf gewisse Weise in dem gegebenen Ganzen schon abgesonderten Teil, da durch diese ein Quantum discretum ausmachen, erstrecken wollen. Annehmen, dass in jedem gegliederten Ganzen ein jeder Teil wiederum gegliedert sei und dass man auf solche Art bei Zerlegung der Teile ins Unendliche immer neue Kunstteile antreffe, mit einem Wort, dass das Ganze ins Unendliche gegliedert sei, will sich gar nicht denken lassen, sondern nur, dass die Teile der Materie bei ihrer Dekomposition ins Unendliche gegliedert werden könnten. Denn die Unendlichkeit der Teilung einer gegebenen Erscheinung im Raum gründet sich allein darauf, dass durch diese bloß die Teilbarkeit, das heißt eine an sich schlechthin unbestimmte Menge von Teilen, gegeben ist, die Teile selbst aber nur durch die Subdivision gegeben und bestimmt werden, kurz, dass das Ganze nicht an sich selbst schon eingeteilt ist. Daher die Teilung eine Menge im Ganzen bestimmen kann, die so weit geht, als man im Regress der Teilung fortschreiten will. Dagegen wird bei einem ins Unendliche gegliederten organischen Körper, B555, das Ganze eben durch diesen Begriff schon als eingeteilt vorgestellt und eine an sich bestimmte, aber unendliche Menge der Teile vor allem Regress der Teilung in ihm angetroffen, wodurch man sich selbst widerspricht, indem diese unendliche Einwicklung als eine niemals zu vollendende Reihe und gleichwohl doch in einer Zusammensetzung als vollendet angesehen wird. Die unendliche Teilung bezeichnet nur die Erscheinung als Quantum Continuum und ist von der Erfüllung des Raumes unzertrennlich, weil eben in ihr der Grund der unendlichen Teilbarkeit liegt. Sobald aber etwas als Quantum Discretum angenommen wird, so ist die Menge der Einheiten darin bestimmt, daher auch jederzeit einer Zahl gleich. Wie weit also die Organisierung in einem gegliederten Körper gehen möge, kann nur die Erfahrung ausmachen, und wenn sie auch mit Gewissheit zu keinem organischen Teil gelangt, so müssen solche doch wenigstens in der möglichen Erfahrung liegen. Aber wie weit sich die transzendentale Teilung einer Erscheinung überhaupt erstreckt, ist gar keine Sache der Erfahrung, sondern ein Prinzip der Vernunft, den empirischen Regress in der Dekomposition des Ausgedehnten der Natur dieser Erscheinung gemäß niemals für schlechthin vollendet zu halten. Schlussanmerkung zur Auflösung der mathematisch-transzendentalen Ideen und Vorausblick auf die Auflösung der dynamisch-transzendentalen Ideen. B556. Als wir die Antinomie der reinen Vernunft durch alle transzendentalen Ideen in einer Tafel vorstellten, da wir den Grund dieses Widerstreits und das einzige Mittel anzeigten, ihn zu beheben, welches darin bestand, dass die beiden entgegengesetzten Behauptungen für falsch erklärt wurden, so haben wir überall die Bedingungen als zu ihrem Bedingten nach Verhältnissen des Raumes und der Zeit gehörig vorgestellt, welches die gewöhnliche Voraussetzung des gemeinen Menschenverstandes ist, worauf denn auch dieser Widerstreit gänzlich beruht. In dieser Rücksicht waren auch alle dialektischen Vorstellungen der Totalität in der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten durch und durch von gleicher Art. Es war immer eine Reihe, in welcher die Bedingung mit dem Bedingten als seine Glieder verknüpft und dadurch gleichartig waren, da denn der Regress niemals vollendet gedacht oder, wenn dieses geschehen sollte, ein an sich bedingtes Glied fälschlich als ein erstes, mithin als unbedingt angenommen werden müsste.
Es wurde also zwar nicht überall das Objekt, das heißt das Bedingte, aber doch die Reihe der Bedingungen, B557, zu dem Objekt bloß ihrer Größe nach erwogen, und da bestand die Schwierigkeit, die durch keinen Vergleich, sondern durch das gänzliche Abschneiden des Knotens allein gehoben werden konnte, indem die Vernunft es dem Verstand entweder zu lang oder zu kurz machte, so dass dieser ihrer Idee niemals gleichkommen konnte. Wir haben aber hierbei einen wesentlichen Unterschied übersehen, der unter den Objekten, das heißt den Verstandesbegriffen, herrscht, welche die Vernunft zu Ideen zu erheben trachtet, da nämlich nach unserer obigen Tafel der Kategorien zwei von ihnen mathematische und die zwei übrigen aber eine dynamische Synthesis der Erscheinungen bedeuten. Bis hierher konnte dieses auch gar wohl geschehen, indem wir, so wie wir in der allgemeinen Vorstellung aller transzendentalen Ideen immer nur unter Bedingungen in der Erscheinung blieben, ebenso auch in den zwei mathematisch-transzendentalen keinen anderen Gegenstand als den in der Erscheinung hatten. Jetzt aber, da wir zu dynamischen Begriffen des Verstandes, insofern sie der Vernunftidee anpassen sollen, fortgehen, wird jene Unterscheidung wichtig und eröffnet uns eine ganz neue Aussicht im Blick auf den Streit, darin die Vernunft verflochten ist und der, da er vorher als beiderseitig auf falschen Voraussetzungen gebaut war, abgewiesen worden ist, B558, jetzt, da vielleicht in der dynamischen Antinomie eine solche Voraussetzung stattfindet, die mit der Prätension der Vernunft zusammen bestehen kann, aus diesem Gesichtspunkt und, da der Richter den Mangel der Rechtsgründe, die man beiderseits verkannt hatte, ergänzt, zu beider Teile Genugtuung verglichen werden kann, welches sich bei dem Streit in der mathematischen Antinomie nicht tun ließ. Die Reihen der Bedingungen sind freilich insofern alle gleichartig, als man lediglich auf ihre Erstreckung sieht, ob sie der Idee angemessen sind oder ob diese für jene zu groß oder zu klein sind. Allein der Verstandesbegriff, der diesen Ideen zum Grunde liegt, enthält entweder lediglich eine Synthesis des Gleichartigen, welches bei jeder Größe in der Zusammensetzung sowohl als bei ihrer Teilung vorausgesetzt wird, oder auch des Ungleichartigen, welches in der dynamischen Synthesis der Kausalverbindung sowohl als der des Notwendigen mit dem Zufälligen wenigstens zugelassen werden kann. Daher kommt es, dass in der mathematischen Verknüpfung der Reihen der Erscheinungen nur sinnliche Bedingungen hineinkommen können, das heißt solche, die selbst ein Teil der Reihe sind, da hingegen die dynamische Reihe sinnlicher Bedingungen doch noch eine ungleichartige Bedingung zulässt, die nicht ein Teil der Reihe ist, sondern als bloß intelligibel außer der Reihe liegt, B559, wodurch denn der Vernunft ein Genüge getan und das Unbedingte den Erscheinungen vorgesetzt wird, ohne die Reihe der Erscheinungen als jederzeit bedingt, dadurch zu verwirren und den Verstandesgrundsätzen zuwider abzubrechen. Dadurch nun, dass die dynamischen Ideen eine Bedingung der Erscheinungen außer ihrer Reihe, das heißt eine solche, die selbst nicht Erscheinung ist, zulassen, geschieht etwas, was von dem Erfolg der mathematischen Antinomie gänzlich unterschieden ist. Diese nämlich verursachte, dass die beiden dialektischen Gegenbehauptungen für falsch erklärt werden mussten. Dagegen das durchgängig Bedingte in der dynamischen Reihen, welches von ihnen als Erscheinungen unzertrennlich ist, mit der zwar empirisch unbedingten, aber auch nicht sinnlichen Bedingung verknüpft, dem Verstande einerseits und der Vernunft andererseits Genüge leisten und indem die dialektischen Argumente, welche unbedingte Totalität in bloßen Erscheinungen auf die eine oder andere Art suchten, wegfallen, B560, dagegen die Vernunftsätze in der auf solche Weise berichtigten Bedeutung alle beide wahr sein können, welches bei den kosmologischen Ideen, die bloß mathematisch unbedingte Einheit betreffen, niemals stattfinden kann, weil bei ihnen keine Bedingung der Reihe der Erscheinungen angetroffen wird, als die auch selbst Erscheinung ist und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht. Anmerkung A. Denn der Verstand erlaubt unter Erscheinungen keine Bedingung, die selbst empirisch unbedingt wäre. Ließe sich aber eine intelligible Bedingung, die also nicht in die Reihe der Erscheinungen als ein Glied gehörte, zu einem Bedingten in der Erscheinung gedenken, ohne doch dadurch die Reihe empirischer Bedingungen im Mindesten zu unterbrechen,
so könnte eine solche als empirisch unbedingt zugelassen werden, sodass dadurch dem empirischen kontinuierlichen Regress nirgends Abbruch geschehe.